power on the rise, it's a sight to see. Chaos will arrive if you invite and we. You can see, you can feel. Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Guten Tag und herzlich willkommen zu diesem neuen brachial brutalen YouTube-Video. Heute geht's in eine Push- und, wer hätte es gedacht, Arm-Session, die wir mit der hinteren Schulter beginnen. Ich würde sagen, wir reden heute nicht um den heißen Brei herum, sondern machen das Monster auf, das es obligatorischerweise immer am Session-Anfang gibt. Bevor wir dann später in der Session Cluster Extreme und ERAs von ESN trinken, versteht sich, ja. Code Chris für maximale Rabatte hier oben eingeblendet. Perfekt eigentlich. Und ja, wie gesagt, starten wir einfach rein. Hintere Schulter aufpumpen, bevor wir zur ersten Druckübung des heutigen Tages gehen. In 3, 2, 1. Die hintere Schulter kommt in den meisten Fällen zu kurz. Dementsprechend lassen wir das nicht zu und stimulieren sie gleich zu Anfang dieser Drückeinheit. Einfach die Drückeinheit mit Arme im Anschluss. Wir beginnen mit einer Rear Delt Row an der Panatta. Ja? Ich will jetzt ein paar Punkte zu einer Rear Delt Row sagen, bevor wir reingehen. Weil ihr müsst zunächst mal verstehen, okay, wie treffen wir eigentlich unsere hintere Schulter? Und dazu ist einerseits wichtig, in welchem Pfad der Oberarm im Schultergelenk abgespreizt nach hinten geführt wird. Und andererseits, dass er nach hinten geführt wird, weil ihr wollt euch nicht darauf konzentrieren, wie bei einer Upper Back Row, dass ihr eure Schulterblätter weit nach vorne und hinten zurückschiebt, sondern dass ihr eure Schulterblätter in einer relativ neutralen Position lässt und einfach nur die Ellbogen nach hinten führt. So macht ihr eine relativ gute Rear Delt Row und könnt aus jeder einzelnen Rudermaschine, wenn sie halbwegs gut kontrolliert ist, eine super Ruderübung für die hintere Schulter machen. Shake down, break down, you can't shake it off. Lay down, stay down when we taking off. You can see, you can feel, you can hear, we finna take it there. Dangerous. Vielleicht habt ihr auch noch bemerkt, dass ich nicht in die volle Armstreckung reingegangen bin, weil dadurch dann die weiterlaufende Bewegung natürlich die Schulterblatt-Protraktion ist, das heißt das nach vorne Schieben der Schulterblätter. Und wie gesagt, für eine gute Rear Delt Row wollt ihr die Schulterblätter relativ neutral am Torso lassen. Nicht weit nach hinten ziehen, nicht weit nach vorne schieben. Die sich ruhig aber mitbewegen, aber es stellt nicht die Hauptkomponente dieser Übung. Ain't too many that hang with us. Label us notorious warriors. Give it all to the end. Living life on the edge. Wrong move, you might dive in. Choice is yours on this mortgage board. What you picking? Die a hero, live a villain. Menacing, risky. That boosts my adrenaline. Feelings had me feeling like I could finally feel again. Go on. Geh mal rücken, Alter. Geh mal rücken. Gut. Jetzt ein Kurzhandbereich. Es geht zum Schrägbankdrücken mit Kurzhanteln. Muss sagen, die Übung habe ich glaube ich seit 2 Jahren in meinem Plan gehabt oder so. Aber jetzt mit 106 bis 107 Kilo habe ich finally das Gefühl, dass ich die interne Stabilität aufbringen kann, um aus der Übung eine effiziente Übung für Hypertrophie zu machen. Und das ist halt schon sehr, sehr geil. Also das habe ich davor überhaupt nicht das Gefühl gehabt. Davor war so Katastrophe immer. Immer so eine Stabilisationsübung mehr oder weniger. Jetzt habe ich das erste Mal, wie gesagt, das Gefühl, dass ich die Übung wirklich was abgewinnen kann. Das heißt, wir haben jetzt A-Druckbewegungen für die klavikulären Fasern, die oberen Fasern der Brustmuskulatur. Und dann eine Druckübung für die vordere Schulter. Eine Druckübung, die eher trizepsdominant ist, und eine Druckübung für die sternalen Fasern der Brustmuskulatur. So 4 Druckübungen insgesamt. Und dann gehen wir eigentlich rein in die Isolation zu benutzen. Dangerous. Dangerous. Yeah. Wir werden uns jetzt langsam mal wieder hocharbeiten. Ich habe keine Ahnung, wo wir heute rauskommen werden. Das letzte Mal habe ich 52er, 55er, keine Ahnung, irgend sowas habe ich bewegt. Muss man schauen. Auf jeden Fall, der derzeitige Trainingsapproach ist sehr autoreguliert. Ja, ich schaue einfach, wie es sich als Übung anfühlt. Dementsprechend entscheide ich dann, ob ich auch schwerere Sätze mache oder eher leichtere. Ja. So ein bisschen dieses subjektive. Autoreguliert hast immer schwer. Autoreguliert hast immer schwer. Immer. We dangerous. Too dangerous. Too dangerous.
ehrlich sind, 45 Kilo ist kein Gewicht, Alter. Koffein zwischen ist jetzt ein Vertreib, Kummer und Sorgen. Und Fatigue. Ganz viel Fatigue vertreibt es. Also eines 45er. Sind die 50er für einen Rücken oder so. Schauen, wie es sich anfühlt. Wenn es sich gut anfühlt. 52 und halber. 55, keine Ahnung. Ich will nicht übermütig sein, ja. Form muss standardisiert bleiben. Das Wichtigste. Ja, wenn ihr was aus dem Video mitnehmt, dann dass die Form Grundprämisse ist. Oder wir verwirren den Körper und nehmen gleich die 52er. Das ist noch immer kein Licht. Das ist leicht, oder? Bist du deppert? Okay. Sebastian Grabner, oder? OG Legend von FTS und generell Supporter, biggest Supporter out there. Magst du irgendwas sagen? Magst du irgendwas grüßen? Ganze LTS-Family. Ganze LTS-Family, Alter. Hallo LTS-Family. Jetzt schauen wir mal, was da passiert jetzt, Alter. OPR. Das ist mal 50 für 8, jetzt 55, ich weiß nicht, was passiert, Alter. Was passiert? 55 tickt auf für 8, machen wir das nächste Mal 60. Wenn das nächste Mal, wenn der Raffi dabei ist. Das nächste Push-Video, was ihr auf YouTube seht, 60er, Alter. Krank, Alter. Eieiei. Das Topset vom letzten Mal zum Backoff, aber auch entspannt. Tja, okay, jetzt gehen wir zu meiner absoluten Lieblingsübung. Gym 80 Shoulder Press, Alter. Ja. Gut, hallo, herzlich willkommen zu Gym 80 Shoulder Press. Ich kann mit euch jetzt ein bisschen quatschen, während ihr aufwärmt, weil es so unfassbar leicht ist, weil diese Maschine ein Witz ist. Ja, Spaß beiseite. Wir machen jetzt zwei Sätze, das Druckübung für die vordere Schulter, spannen uns aber so hart rein, dass wir ein bisschen was für die klavikulären Fasern ebenfalls hier mitnehmen für die Brustmuskulatur. Dann gehen wir runter zur sternalen Press, also zu unserer Lee-Handle Press. Kennt ihr ja auch, glaube ich, schon. Genau, so viel jetzt mal dazu. Hier denke ich sonst nicht wirklich viel zu sagen, außer dass wir uns da jetzt aufwärmen und es auf den schwersten aller Sätze von dem heutigen Tag vorbereiten. Nicht weil er so schwer ist im Hinblick auf die absolute Last, sondern weil er mir einfach mental und körperlich die meiste Energie kostet. Hallo Toni! Hallo! Was sagen? Dass du großartig bist. Gerade die Seele entflohen, Alter. Das war der letzte Rap. Eieiei. Wir nehmen uns jetzt dieses Drecks-Backoff vor. Das ist kein Gewicht, oder? 10 Kilo weniger als im ersten Satz. Also müssen wir mindestens
30 Raps ausspielen. Perfekt. Vor allem mal wirklich 30. Davor, oder? Durch. Jetzt gehen wir weiter zur Cable Press, das heißt an das begehrteste Gerät hier im Gym, im Stars-Gym, die B-Station. Wir switchen runter in 3, 2, 1. So, wo es Probleme gibt, gibt es auch Lösungen. Problem, die letzten Wochen, wir haben eine halbe Stunde damit verbracht, diese Griffe zu suchen und Daisy Chains zu suchen. Lösungen, ich kaufe meine eigene und nehme sie mit. Das ist so, das was den meisten Leuten auch irgendwie widerfahren wird, wenn sie ins Gym gehen, weil die wenigsten Gyms haben Daisy Chains und D-Handles und ja, ich weiß, ich mühle euch jetzt schon wieder mit irgendwelchen englischen Begriffen zu. Ist halt nun mal, ja, jetzt der Status Quo. Wir machen jetzt eine D-Handle Press. Fokus ist auf den sternalen Fasern der Brustmuskulatur. Ja, ich weiß, ziemlich haarig, sternale Fasern der Brustmuskulatur. Das heißt eigentlich eine flache Druckvariante. Und dann sind wir relativ gut dabei, beansprucht auch vermehrt die gedehnte Position, wie die der Hypertrophie am zuträglichsten ist. Und ja, ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal rein, setupen das Ganze. Und dann werden wir uns langsam auf 2-3 Warm-Ups, bevor wir die Arbeit haben. So. All things set up. Jetzt müssen wir noch die Länge korrekt einstellen. Ihr wollt das Ganze so setupen, dass ihr aus einer aktiven Range of Motion rausstartet. Immer her. Und schauen wir mal, wie das da ausschaut. Schaut eigentlich ziemlich gut aus, weil jetzt brauche ich nur hier machen. Zack, zack. Und ihr habt die Griffe da. Und ich kann loslegen. Ja? Ziemlich, ziemlich cool. Höhe ist eigentlich ganz gut. Der jetzt in Contract Shape. Dann würde man hier die Streifen in der Brust sehen. Tut man aber nicht. Stattdessen habe ich für euch Haare. Gehen wir rauf, machen Dips, dann kommen wir schon zu den Isolationsübungen, also Flies, Sightseeing, all that kind of good stuff und natürlich nicht vergessen die Arme. Er ist einfach verpackt und ich mach so. Perfekt. Hey. 120 Euro. Scheiße. Im zweiten Satz musst du mindestens 13 machen. Deswegen, da ganz kurz runterkommen, das Gewicht bleibt drangehängt, damit mein Körper nicht denkt, dass ich jetzt was erlauben kann. Und es weiterhin volle Konzentration wichtig ist jetzt.
Genau, so schauen wir aus. Kurze Pause und dann wieder reingehen. So, liebe Worte immer. Du hast gerade meine Yeezys gefilmt. Ja, absolut geil. Gehen wir rein, 13 Raps jetzt. Aber da kannst du nicht gescheit grinden. Also bei Dips grinden ist ungefähr, das kann man mit nichts vergleichen. Dips grinden ist unmöglich. Aber guter Satz, bin zufrieden. Jetzt gehen wir noch ein bisschen fliegen, ein bisschen Seite heben und auch Arme ballern und warten. Warten, Alter. Gut, Fliegende wie ein Vogel. Das ist ein Mist. Na, wir machen jetzt eine kurze Stationsübung. Ein bisschen unterschiedlich als die Pressing-Variante, die wir vorher gemacht haben am Kabel. Und jetzt geht es nämlich darum, wirklich eine Adduktion im Schultergelenk zu vollziehen mit einer verringerten absoluten Last. Das ist bei der Druckübung haben wir irgendwie 170 Kilo oben gehabt. Da machen wir jetzt wirklich ein leichteres Gewicht. Haben auch irgendwie eine Druckkomponente mit drin, aber Fokus ist wirklich darauf, Oberarm, die Brustmuskulatur reindrücken. Ja? Und schauen wir uns das Ganze einfach so ein bisschen an. Warm-up. Gut, wir machen jetzt zwei Sätze. In einer etwas höheren Rap-Range, irgendwo zwischen 10 und 20 wollen wir unterwegs sein. Schauen wir mal, wo wir landen. Ja. Bei 9. Na, gehen wir es mal an. Internaler Stimulus. Einen guten Brustpump abholen. Zu leicht. Ausstieg war jetzt vage. Fleiß sind durch, die Brustmuskulatur ebenso. Jetzt gehen wir über zu meiner absoluten Lieblings-Seitheb-Variation. Unilaterales Seitheb am Kabel. Mit einem Kabel, das auf Hüfthöhe in etwa eingestellt ist. Warum auf Hüfthöhe? Es geht hier um den Krafteinfallswinkel. Das heißt, wenn ich den Krafteinfallswinkel hier annehme, als Wehrwinkel, wo die Kraft mehr oder weniger in einer Linie oder auf die Ebene des Gelenks, bin schon komplett durch heute, auftrifft, ja. Und dann habe ich da ungefähr einen Krafteinfallswinkel von 90 Grad. Das heißt, das Gewicht oder der Widerstand ist in der untersten Position am größten. Das heißt, wenn ich jetzt hier die Dehnung belaste und nach oben gehe, habe ich einen abnehmenden Widerstand nach oben. Das heißt, Widerstandsprofil ist an das Kraftprofil des Körpers angelegt. Fühlt sich unmenschlich gut an. Probiert es aus. Seitheben am Kabel haben wir auch schon ein eigenes Tutorial dazu abgefilmt. 4 Sätze tatsächlich. Rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links. Und dann gehen wir über zur Arme. Satz, Partialwiederholungen, alles rausholen, was noch möglich ist. Wir häufen dadurch verhältnismäßig nicht zu viel Ermüdung an. Dementsprechend kann man das easy mal machen. Jetzt hier noch 2 Sätze, das waren die ersten beiden pro Seite. Und dann gehen wir rüber in ein paar Curls, ein paar Overhead Extensions und noch ein paar Curls.
One more. Bizeps Curls von unten. Das heißt Dual Arm Cable Curl, Ellbogen gleich hinter platziert. Und dann gehen wir in Overhead Extension rein. Und dann machen wir noch Creature Curls, Ellbogen vor dem Körper ist. Oder Easy Bar Curls oder so irgendwas. Ja, Isolationsübungen derzeit immer sehr variabel. Je nachdem, was ich halt zu dem derzeitigen Zeitpunkt enjoy. Nicht ganz ans Muskelversagen, 2 bis 3 Reps in Reserve bei allen Armübungen, weil ich quasi jeden Tag arbeite. Genau, dementsprechend jetzt ein bisschen Bicep pumpen und dann gehen wir in die andere Nummer. Jetzt das ganz lange Seil. Finde ich ein bisschen geiler als das ganz kurze. Einfach aufgrund der Tatsache, dass ich quasi an meinem Kopf vorbeiziehen kann. Werdet ihr sehen, was ich meine. Angenommen, ich hätte hier ein kurzes Seil an der Hand. Ich markiere die Overhead Extension. Ist nicht so fresh. Ja, dadurch, dass ich jetzt das lange Seil habe, kann ich hergehen. Wirklich sagen, okay. Kann hier die Extension machen, ohne mir selber an den Kopf zu schlagen. Sehr, sehr geil eigentlich. Innovativ, würde man fast sagen. So. Jetzt schon Setup, wir wollen ja immer sehr time-efficient sein. Dementsprechend haben wir das einzelne Seil oben raus. Machen wir das so easy bar rein, was die Bizeps gesetupt. Ein Satz noch hier, 3 Sätze hier, dann Arrest-Pause-Satz hier. Dann sind wir good to go. Schauen wir uns die Form an. Das letzte Mal habt ihr mich, glaube ich, gesehen mit, keine Ahnung, 92 Kilo. Ich glaube, warten lassen wir heute weg. Ich werde es in Raffi entlassen. War heute schon so fleißig, Alter. Raffi, beste Leben. Danke vielmals, dass ihr zugeschaut habt. Das bedeutet mir unfassbar viel. Bringt dem Kanal viel. Noch mehr bringt es dem Kanal, wenn ihr unten einen Algorithmus-Kommentar da lässt. Ein Like, Abo für den Kanal. Und schaut auch auf Instagram und TikTok vorbei. Dort gibt es auch ein sehr hoher Frequenz-Content. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. Raffi, danke vielmals. Schreibt es runter, Hashtag Raffi ist der Beste.
weil das ist er nämlich. Und sehen wir uns beim nächsten Mal. Peace und Gottere.